Das ist eine Beschleunigung mit so einem Ding, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das ist, das geht gar nicht. Mein Name ist Uwe, ich bin aus dem Werra-Meißner-Kreis und ich habe mir vor vielen Jahren meinen Traum erfüllt, so ein Audi S1 zuzulegen. Irgendwann habe ich mir mal einen Opel Ascona 400 gekauft, so ein Original Ascona 400. Den hatte ich mehrere Jahre und irgendwann habe ich den verkauft. Habe ich auch sehr, sehr gutes Geld verdient, weil das waren sehr seltene Autos, gab nur 400 Stück davon. Dann hat man sich so einen zweiten Traum erfüllt, man ist ein bisschen gestiegen und habe mir einen Ford Escort Cosworth gekauft. Das war so eine Sonderserie, gab nur 200 Stück von diesen Autos, war die Motorsportversion. Die habe ich über 20 Jahre gefahren und konnte den dann auch für gutes Geld wieder verkaufen, weil ich so ein Audi S1 gesehen habe. Durch Zufall bin ich auf so eine Firma gekommen, die so Autos nachbaute. Bin da mal hingefahren, habe auch den Chef getroffen und einer stand auf der Bühne, der war schon fast fertig. Der war praktisch für Griechenland, ein Grieche hatte den bestellt. Und dann habe ich für den Chef nur gesagt, das ist mein Auto, das nächste ist mir. Und darauf hin, naja, dann setzt man sich in Bewegung, das sollte ungefähr ein Jahr dauern. Ich habe schon alles dran gesetzt, mein Cosworth alles verkauft, auch ruckzuck und viele andere Motorräder noch verkauft, damit man das Geld hat, weil das Ding ist nicht sehr billig. Und ja, da war das Jahr rum, aber das Auto war noch nicht fertig. Das war angefangen, die Rohkarosse stand, weil das Fahrzeug wird aus zwei Rohkarossen praktisch, ist das Fahrzeug gefertigt worden. Audi 80, Audi 100. In der Mitte durchgeschnitten, ein Stück rausgeschnitten, zusammengeschweißt. Das Auto ist praktisch von Grund auf neu aufgebaut worden. Das heißt, man kann ja auch sagen, dies und das und jenen will ich haben, aber ich wollte das Auto original so, wie es bei Audi damals gebaut worden ist. Ein paar Abstriche muss man leider machen, das geht schon mit der Bremse los, weil diese Bremse, die früher verbaut worden ist, die kriegen sie heute nicht mehr zugelassen, weil so ein Auto sollte ja auch eine Straßenzulassung kriegen. Was nicht so einfach ist. Also wurde hier zum Beispiel eine Porsche-Bremsanlage verbaut, von Porsche GT3. Diese Bremsanlagen gibt es eine ABE und ein Gutachten für. Und weil es sind viele Sachen, wo es eigentlich auch kein Gutachten oder nichts für gibt. Deswegen muss man bei bestimmten Sachen wirklich Kompromisse machen. Käfig zum Beispiel war früher ein Alu-Käfig drin, der geschraubt war. Das ist heute auch nicht mehr gestattet. Heute muss eine Sicherheitszelle drin sein und die muss verschweißt sein. Also musste das hier auch gebaut werden, damit ich im Endeffekt auch irgendwann eine Straßenzulassung für so ein Fahrzeug bekomme. Auch am Motor sind praktisch verschiedene Sachen anders gemacht worden, weil früher hatten sie Aluminiummotoren mit Unterbau. Das hat leider nicht gehalten. Selbst Audi in ihren Autos, die sie noch haben, die haben auch praktisch den Graugussmotor wieder drin, weil es von der Haltbarkeit her nicht ging. Auch Turbolader musste man hier einen anderen Weg gehen und mit Einspritzung und so weiter auch andere Wege, weil das Auto ja auch für die Zulassung bestimmte Abgasnormen erfüllen musste. Deswegen ist der Motor etwas neuerer Standard als wie der Original, was früher war, weil das ist leider nicht mehr zu machen. Und diese Originalmotoren heute gibt es gar nicht mehr. Selbst Audi in ihren Werksautos, die haben die auch nicht mehr drin. Die haben auch alles modifiziert. Das ist so. Und dann hat das über dreieinhalb, fast vier Jahre gedauert. Mit hin und her und vor und zurück. Dann ging dies nicht, dann ging das nicht. Dann gab es da Probleme. Wieder zurück das Auto. Bis alles fertig war und so weiter. Vom Kaufvertrag unterschreiben, bis das Auto da war, fast vier Jahre rum. Und das war so Ende 2014, habe ich dann das Auto endlich bekommen. Man muss sagen, so eine Beschleunigung mit so einem Auto, das kann man sich im normalen Straßenverkehr nicht vorstellen. Das Auto so bis 4000 Umdrehungen. Da läuft das Auto schon und ab 4000 Umdrehungen, dann bis 8000 Umdrehungen, der hat einen mechanischen Kopf, das macht normal 9000 Umdrehungen, das Auto. Das ist eine Beschleunigung, da reißt fast den Sitz aus der Verankerung raus. Das ist nicht mehr normal, also man kriegt schon Angst in so einem Auto, mächtig Angst. Und man muss wirklich fahren, wenn trockenes Wetter ist. Man kann nicht einfach sich reinsetzen und eine Runde drehen mit dem Auto, das geht leider nicht. Und in die Stadt fahren und sowas sowieso nicht. Man kann da mal über die Berge fahren, man kann auch manche Ecken nur einmal fahren, weil ist auch etwas lauter das Auto. Sonst gibt es dann auch schon mal Probleme, wenn man dreimal über den Berg fährt, da ist beim vierten Mal mit Sicherheit die Polizei da. Also man muss schon ein bisschen vernünftig damit umgehen. Und die hatten früher, sag ich mal, so 550, 560 PS, so das sahen die ungefähr, so haben die das gehabt. Und der hat hier 650 PS. Die Firma, die das gemacht hat, die gibt es eigentlich offiziell eigentlich nicht mehr so. Aber ich habe immer noch Beziehungen zum Meister, der die Autos aufgebaut hat. Der wohnt nicht so weit, der wohnt in Nordheim. Der Motor an sich, den haben die auch nicht gemacht. Eine Spezialfirma in Berlin, die den Motor gemacht hat. Bei, ich sag mal, das an sich, das drumherum
ist eigentlich original. Ne? Hier sind andere Einspritzdüsen, andere, ne? andere Zündungen und sowas drin, aber das ist alles original Audi. Also ist nichts, das jetzt irgendwie von einer Fremdfirma ist. Ist alles original Audi an diesem Auto. Ne? Nur das geht schon los, so ein Blinkerglas oder hinten. Gibt's nicht mehr. Das sind dunkle Gläser, gibt's nicht mehr. Scheinwerfer, sowas, gibt's nicht mehr. Bestimmte Teile gibt's eigentlich für diese Autos gar nicht mehr. Ne? Die Felgen zum Beispiel, die sind gemacht worden. Da müssen sie aber, was hat er mir gesagt, 200 Stück musste er abnehmen. Das sind die in England neu gegossen worden. Ja, also wenn du so eine Felge kaputt hast, dann hast du schon ein großes Problem. Ja, deswegen musst du sowas, es ist wirklich schonen, ne? Das ist so. Also so Auto, sowas, das steht zu 99,9% in der Garage. Das kann ich mir persönlich angucken, kann jeden Morgen, wenn ich vorbeigehe, kann ich es mal streicheln. Und hin und wieder für Bekannte oder irgendwas, wenn mal so eine Ausstellung oder sowas ist, dann bin ich auch mal bereit, das Auto mal hinzustellen, was jetzt so hier in der Nähe ist. Jetzt. Also weiter auch nicht oder auch zu treffen. Es gibt ja von Audi Quattro, es gibt ja das Treffen, auch Audi Quattro Legenden oder sowas. Aber da war ich eigentlich noch nicht gewesen, weil das sind immer weite Anreisen, wo man hin muss. Das muss eigentlich nicht sein. Bevor ich das Auto hatte, da war ich auf der Rallye-WM. Da habe ich praktisch den Walter Röll kennengelernt. Ich hatte mal ein kurzes Gespräch mit ihm. Und dann kommen immer zu viele Leute hin und dann ist das Gespräch verendet. Und da war ich eigentlich ein bisschen traurig. Da bin ich weggegangen über den Platz hin und da haben die damals auch noch historische Fahrzeuge gehabt. Und da war ein großer Platz da und da stand ein Audi S1 so, wo der Walter Röll praktisch mitgefahren ist. Und da sage ich, Mensch, da müsste ich doch mal reinkommen. Aber es war vorne abgesperrt, Polizei da, konnte keiner rein, die Autos waren zugedeckt. Ja, war eigentlich ziemlich traurig. Und wie es der Zufall will, wer kommt die Straße hoch? Der Herr Walter Röll. Alleine, ich gleich beim Walter hin. So und so sieht das aus. Den Audi möchte ich mal gerne mal angucken, mal reinsetzen. Kann man da was machen? Ich dachte, nee, tut mir leid, ich habe da auch nichts und würde gerne, aber ich kann da auch nichts machen. Andererseits muss ich sagen, ich habe über 20 Minuten mit ihm unterhalten, wie die Rallye-Szene war, wie die Autos früher waren, was die für Benzin gefahren haben. Das war so ätzendes Benzin, weil die viel Leistung aus Benzin geholt haben. Wenn dir das Benzin auf die Finger gelaufen ist, sind die Finger verätzt. So Benzin sind die damals gefahren. Und ja, Haltbarkeit von so Autos, sagte, die sind fast 3 bar Ladedruck damals gefahren. Das sind reihenweise die Köpfe auch weggeflogen. Also, und naja, er konnte mir dann auch nicht weiterhelfen und sowas. Und dann, naja, sagte jetzt, er musste auf Nürburgring, steigt in seinen schönen Porsche ein, einen grünen Porsche mit gelben Felgen, sowas vergisst man nicht. GT3, das war damals ein Modell, den gab es noch gar nicht. Und dann ist er dann praktisch abgerauscht. Ich warte also darauf, dass es mal irgendwann klappt, dass ich mal zu ihm hinkomme, weil ich brauche noch ein Autogramm auf dem Auto. Mit so einem Auto ist natürlich schön und gut alles, aber das ist wirklich nur was, ja, wie ich schon gesagt hatte, mal sonntags mal einen kurzen Ausfahren, mal kurz über den Berg zu fahren, wieder in die Garage zu stellen, Tür zuzumachen. Ja, gut, man muss eine Frau haben, die das eigentlich mitmacht oder drüber hinwegguckt oder was, aber dadurch, dass ich eigentlich schon ein bisschen bekloppt immer bin vom Motorsport schon und das schon über 40 Jahre, ne, dann habe ich dann halt gesagt, naja, dann machen wir mal was auf 4 Rädern und dann, wo sie natürlich so ein Ding sieht, dann sagt sie, naja, das ist bekloppt, da kann man da gar nicht mitfahren und das ist nicht ihre Welt. Ne. Aber gut, dann lässt sie mich zufrieden und lässt mich dann halt machen mit so einem Autochen und dann ist das gut. Ne.